So, hallo Leute und willkommen zu einer weiteren neuen Folge hier auf Game Inc. Mein Name ist Martin und wir sehen uns heute die UCS in unserem Let's Play zu Earth 2160 an. Die Täterfraktion der insgesamt vier Vertretenen, die Luna Corporation, die Jurassische Dynastie, haben wir schon. Einstellungen sind alle vorgenommen. Wir spielen heute auf der Karte Viroso, ein interessanter Name. Und lassen das Spiel starten. So, da sind wir auch schon. Die UCS, die Roboterfraktion in diesem Spiel. Bisher habe ich sie nur einmal angespielt. Bin also gespannt, was sie uns alles zu bieten hat. Wir sind links auf der Karte vertreten. Hier haben wir ein paar Unterschlüpf, ein paar Bunker oder was ist das? Nein, das sind abgestürzte, kaputte Wrackteile. Was auch immer. Was haben wir hier? Wir haben hier ein Kraftwerk, Energietransmitter. Offenbar müssen wir Energie verteilen, eine Raffinerie, das hört sich doch schon mal gut an. Bauen wir eine Raffinerie. Wir brauchen Metallerz und Kristalle. Was bist du? Du bist Metallerz und dann bist du Wasser, genau. 800 brauchen wir davon. Ich würde sagen, wir bauen eine zweite Raffinerie. Ähnlich wie bei der Luna. Gehen wir stark auf die Eco, denn wir wissen mittlerweile... Oh, Augenkrebs. Wir wissen mittlerweile, Forschung kostet. Ich hätte jetzt gedacht, hier kann man die Leute unterbringen. So wie bei der Mars-Karte. Offenbar nicht. Naja, gut. Eine interessante Art und Weise, die Gebäude zu bauen. Und mir fällt gerade auf, wenn ich etwas in Auftrag gebe, ich kann das offenbar nicht abbrechen. Muss man also aufpassen, was man baut. Energie brauchen wir, klar. Nein, Moment, wir brauchen ein Kraftwerk. Und da haben wir einen Radius. Wie groß ist der denn? Ah ja, der macht einiges wett. Und die Transmitter natürlich. Die jetzt noch nicht nötig sind. So, ist das alles, was wir bauen können. Hauptverteidigungsanlage, Panzersperre, Upgrades. Was haben wir hier? Leichte Einheiten, schwere Einheiten, Boden, nein, Bombenwerf, Bombenteleporter. Das hört sich vielversprechend an. Gibt mehr Energie. Ich möchte gerne irgendwas mit den Ressourcen machen, denn unsere Ressourcen steigen nicht, trotz vorhandener Wert. Was seid ihr? Raffinerien? Forschen, Depot, Bunker, Raffinerielandezone. Okay. Ich muss die offenbar erweitern. Ich hoffe es, denn so ein Ding kostet mich 1000 Metallerz. Sonst haben wir am Ende nichts mehr. Hier haben wir die Möglichkeit, noch ein paar Raffinerien zu bauen. Ich möchte jetzt nicht darauf ankommen, den Gegner schon frühzeitig in die Arme zu laufen. Gucken wir mal, ob da unten auch noch Ressourcen vorhanden sind. Das braucht ja echt lange, bis es gebaut ist. Jetzt hoffe ich, dass uns das Ressourcen gibt. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Was haben wir denn noch? Einheitenteleporter? Bombenteleporter? Warst du nicht hier unten? Ah, dann können wir da wahrscheinlich die Bomben bauen. Schwerverteidigungsanlagen. Hoher Verteidigungsturm. So, was ist jetzt? Ja? Metallerz. Ah, okay. Gut. Wo warst du? Raffinerie, genau hier. Das ist ja cool. Funktioniert schon mal komplett anders als die Eurasische Dynastie und die Luna Corporation. Finde ich sehr cool. Sehr cool. Müsste mehr Spiele geben, die sowas ermöglichen. Beziehungsweise so funktionieren. Okay, du musst vor und zurückfliegen. Ich habe jetzt gedacht, du bleibst dort. Macht aber auch wenig Sinn. Wie viel war das jetzt, die der gebracht hat? Ich glaube so um die 500. Ist natürlich der umständlichste Weg an Ressourcen zu kommen, beziehungsweise der zeitintensivste. Da sind glaube ich die Eurasische Dynastie und die Luna Corporation deutlich besser vertreten. Wir können mal gucken, was wir hier brauchen, so weiter an Produktion. Natürlich hauptsächlich Metallerz.
und davon nicht wenig. Also Kristalle verbrauchen wir irgendwie gar nicht. Die werden wahrscheinlich bei der Forschung nötig sein. Werfen wir einen Blick rein. Hier haben wir die Fahrzeuge. Vielmehr die Androiden. Meine Güte, das geht alles auf Metallerz, wie es aussieht. Alles Metallerz. Selten mal Kristall. Schildzerstreuer, Schilde. Okay, hier brauchen wir Kristalle. Das ist natürlich insgesamt etwas schwer nachzuvollziehen. Oh, Teleporter, das ist sehr gut. Welche Ressourcen für was nötig sind. Naja, forschen können wir jetzt eh noch nicht. Kümmern wir uns mal hier rum. Ach so, ja, ich muss euch hier noch den Sammelbefehl geben. Während man in Spielen wie zum Beispiel Age of Empires Holz sammelt und klar ist, dass Holz für Gebäude benötigt wird, beziehungsweise Stein für Mauern und Burgen und dergleichen, so ist das hier dann doch etwas abstrakt gehalten. Ich würde sagen, du gehst hier auch mal hin und sammelst davon. Das macht die Sache nicht einfacher. So, wir haben einen Bunker. Silver One und Silver P, da können die Einheiten rein. Okay, Infanterie. Und hier haben wir das Depot. Wo haben wir denn die Forschung? Forschung, wo baue ich dich? Dich kann ich gar nicht bauen. Okay. Nichtsdestotrotz investieren wir auf jeden Fall hier in die Ressourcen. Das Ressourcenmanagement rein. Und stellen fest, dass wir keine Energie haben. Aber wir wissen ja, Fusionsgenerator. Das ist natürlich sehr cool. Mit diesen Erweiterungen. Und hier unten haben wir auch nochmal Ressourcen. Da bietet es sich doch dann an, ein wenig zu expandieren. Was brauchen wir für dich? Sehr wenig. Dann machen wir gleich mehr davon. Und von denen hier auch. Bauen ja hauptsächlich Metallerz. Von dem her ist das nicht so schwer zu handhaben. Ein Energiekoordinationszentrum. Automatisches, elektronisches. Na? Tooltip. So. Sage mal. Elektronisches Modul zur Steuerung und Korrektur der Plasmastabilität. Mit der Effizienz des General Electric Hellfire Generators optimiert wird, erhöht die Effizienz des Gesamtkomplexes um 25%. Oh. Das hätte ich vielleicht daran bauen sollen. Kann ich sowas hier verkaufen? Dann verkaufen wir. Moment. Ist das jetzt... Das ist aber nur der Teil da dran. Ja, sehr gut. Dann werden wir nochmal eine Energiequelle zur Verfügung stellen. Wir werden nämlich früher oder später eine brauchen. Und die kommen natürlich von selber angeflogen. Das ist sehr schön. Die hier wollten wir haben. So, wie war das hier? Du bist dieser Generator und du verstärkst den hier. Okay. Wie machen wir das mit der Forschung? Dich kann ich hier nirgendwo bauen. Brauche ich da was anderes? Oh nein. Aha. Ah ja, das sind die Sammler. Da fällt mir gerade ein, ihr hier könnt auch sammeln. Und wenn ich mir das recht überlege, ist diese Art und Weise des Sammelns doch gar nicht mal so unlukrativ. Die können nämlich einfach... Ja, okay. Doch, sie ist unlukrativ. Sie müssen immer hin und her fliegen. Reden wir nicht weiter drüber. Technikgebäude. Zentralgebäude eines Produktionskomplexes. Bauen wir. Kann so nicht ganz verkehrt sein. Sichern wir hier gleich mal die Sache mit der Energie. Ah, das ist schon sehr geil. Funktionieren komplett anders als die beiden vorherigen Fraktionen. Und die Ressourcen, die steigen. Und ich weiß gar nicht, wo ich sie alle reinmachen soll, weil ich nicht weiß, wie ich forschen kann. So, kann ich dich hier ranbauen? Tatsache. Du bist das Forschungszentrum, genau. Dann bauen wir hier die Forschung aus. Raffinerie-Landezone, genau. Dich haben wir. Schwere Einheiten Fabrik. Wo baue ich dich? Dich baue ich hier dran.
Und machen wir noch eine leichte Einheitenfabrik. Ein zweites Produktionszentrum wäre auch nicht schlecht. Wir werden wahrscheinlich erstmal leichte Einheiten produzieren können. Ah, ich muss warten, bis es fertig ist. Okay. Oder bis es im Bau ist. Nein, ich muss warten, bis es fertig ist. Gut. Verteidigung wird jetzt interessant. Ja, ich weiß. Hier könnten wir vielleicht ein wenig Verteidigung platzieren, wenn das geht. Was haben wir denn an Verteidigung? Verteidigung, Verteidigung hier. Hauptverteidigungsturm, Panzersperre. Das ist wohl die Mauer. Verteidigungslinie. So. Dann sperren wir das alles hier mal. Ist immer noch flexibler als bei der Eurasischen Dynastie. Gebäude wurde fertiggestellt. Mit den ganzen Mauern und natürlich. Hey. Aber hier wird jetzt nicht wieder bei mir gebaut, nicht wahr? Da wird jetzt mal hier was unternommen. Möchte ungern, dass hier wieder jemand kommt und irgendwas baut, wie das letzte Mal. Was ist mit euch los? Steht einfach nur da. Ah, das automatische Speichern habe ich wieder vergessen auszuschalten. Sorry dafür. Wenn wir hier überall die Türme bauen können, dann machen wir das natürlich. Die kosten ziemlich wenig. Das sind, glaube ich, auch die Türme, gegen die wir da mit der Luna gekämpft haben. Und die waren ja ziemlich effektiv. So. Leichte Einheiten. Können wir diese Baueinheiten produzieren? Termite. Ressourcenabbaueinheit. Drohne, genau. Bauen wir zwei von denen. Reloader. Unterstützungsfahrzeug. Und das ist wohl eine Kampfeinheit. Depot brauchen wir. Wir brauchen. Boah, wo muss ich hier rein? Depot. Depot. Nein. Depot. Gebäude wurde fertiggestellt. Wo baue ich das Depot? Da fällt mir ein, die Forschung wollen wir nicht vernachlässigen. Schwere Bombenhalterung, okay. Eine Chain Gun. Röntgenblaster, alles klar. Plasmagranatenwerfer, Flammenwerfer. Nehmen wir doch die Chain Gun. Das gute alte. Und gehen hier diese Forschungsstränge entlang. So, nach wie vor das Problem mit dem. Wo wird gefeuert? Okay. Das Depot. Wo baue ich das Depot? Ich habe keine Ahnung. Also du hast hier noch Plätze frei, das sehe ich. Ich weiß nur nicht, wo ich das Depot baue. Raffinerie, Kraftwerk, Transmitter, Gebäude Technikgebäude fertiggestellt. ist es nicht. Muss ich das ins Kraftwerk bauen? Du bist besetzt, du bist besetzt. Bauen wir noch ein Kraftwerk, vielleicht. Müssen wir das ans Kraftwerk bauen? Ein paar Bauernheiten, genau. Können wir immer noch nicht wegen dem Depotproblem. Also ich stelle fest, diese Fraktion hier ist super geeignet, um Ressourcen zu generieren. Wenn ich da an die Luna denke, wie schnell da das Wasser weg war. Forschung abgeschlossen. Gebäude der Feinde. Ach man. Ein paar Kampfeinheiten wären nicht schlecht. So, was haben wir? Das ist der Sammler und du bist Unterstützungsfahrzeug. Große Produktionseinheit für Munition. Auf die UCS-Streitkräfte bei langwierigen Operationen im Feindgebiet nicht verzichten können. Okay, das ist die Sache mit der Munitionslieferung. So, Depot. Das altbewährte Problem. Sperre fertiggestellt. Scheiße, wo mache ich das Depot? Nein, Moment, das war die Forschungsstation. Depot ist hier. Silo.
für von der Raffinerie gesammelte Ressourcen. Moment. Ich muss das an der Raffinerie bauen? Okay, dann bauen wir eben eine Raffinerie. Raffinerie. Die bauen wir hier in der Umgebung. Forschung abgeschlossen. Und das können wir nicht gebrauchen. Ein wenig Verteidigung. Tja, der Gegner hat die gleiche Idee wie ich. Ja, man sieht es schon. An der Raffinerie wird es gebaut. Ist natürlich ein Problem, wenn ich hier diese panzerbrechenden Dinger da baue. Kommt zwar nichts durch, aber fliegend kommen sie halt rüber, ne? Mit nur zwei Baueinheiten zieht sich das halt ziemlich lange hin. Sind das hier Gegner? Sehen ein bisschen aus wie diese Alien-Einheiten. Das ist ein gegnerisches Kraftwerk. Jetzt wird schwer, die Einheiten auseinanderzuhalten. Die Forschung läuft auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr von Vorteil. Nur die Produktion hinkt hinterher. Bauen hier jetzt natürlich noch solche hier. Forschung abgeschlossen. Ich hoffe, ihr baut den gleich. Sonst läuft da nämlich nicht viel. Aber die Ressourcen, guckt euch das an. Hey, die Ressourcen, das funktioniert. Obwohl die hier teilweise einfach rumstehen. Blockieren sich natürlich komplett, vor allem wenn die gegnerischen hier noch kommen. Und mal davon abgesehen, Ressourcen bietet diese Karte ja echt zuhauf. Guckt euch das an. Sogar abgelegen, mit Fels geschützt. Das ist eine interessante Karte. Jetzt hoffe ich, dass ich hier noch zur Einheitenproduktion komme, sonst ist das ja ein kompletter Fail. So, dich hier. So, wunderbar. Wie war das hier genau? Eins und zwei. Und er speichert wieder. Nicht wundern, wenn es ab und zu mal hängt. Wissen wir, wie wir das machen? Gar nicht. Ich kann da nämlich nichts dran bauen, stelle ich gerade fest. So war das eigentlich nicht gedacht. Gut, dann bauen wir eben euch hier. Ist ja nicht so, dass wir nicht genug Ressourcen hätten. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich so viel mehr an Platz verbrauchen. Und warum haben die keinen Strom? Wie ist denn deine Reichweite? Die sollte eigentlich groß genug sein. Wohl ja doch nicht. Dann probieren wir das doch mal mit diesen Transmittern. Hier ein. Und hier ein. Dann passt das. Das wird hier ein einziger Bunker wird das hier. So, Forschung. Ist das schon alles fertig? Sehe ich das gerade richtig? Boah, ging das schnell. Dann nehmen wir noch Granatenwerfer. Röntgenblaster hört sich doch interessant an. Nehmen wir dich noch. Und du bist auch gleich fertig. Ah, okay, da kommt's noch, du. Was haben wir hier? Plasma Blaster. Nun, wie dem auch sei, nehmen wir erst die Charges, die wir da erforschen. So, wie ist das jetzt hier mit dem Depot? Funktioniert das? Das funktioniert. Sehr schön. Kratzur. Alles klar. Wo werden die denn produziert? Hier irgendwo ist das Produktionsgebäude. Dann gucken wir mal. Das ist der Kratzor. Termite, Drohne, Kratzor. Ob wir dich noch stärker ausrüsten können? Was hast du denn hier alles an Standard?
Du hast schon alles Nötige. Dann produzieren wir doch ein paar von dir. Hey, schon wieder überschritten. Das gibt's doch nicht. Raffinerie. So, jetzt ein bisschen mit Platz drumherum. Sonst können wir da wieder nichts dran bauen. Ich weiß nicht, ob da der Platz reicht. Hier soll der erreichen. Boah, guckt euch das mal an, wie das aussieht, wenn hier geforscht wird. Sehr geil. Ja. Also mir gefällt die Fraktion bisher sehr gut. Ist ein bisschen umständlich mit dem Bauen. Wie das alles zusammenhängt. Aber ich glaube, die Fraktion ist super gut geeignet für ein schnelles Spiel. Dann machen wir das O hier oben doch auch gleich. Wie machen wir das am besten? Machen wir zwei hier an der Front. Ach scheiße, jetzt kann ich es natürlich nicht abbrechen. Na? So. Und ein paar hier. Gebäude fertiggestellt. Und die Sache mit der Energie darf nicht vergessen werden. Guckt euch das an. Kommt an und wird zerstört. Ja, ich weiß. Ja, hier ist so viel los und das, wo ich noch nicht mal Einheiten produziert habe. Ach ja, genau, die Sache mit den Depots hier wieder. Depot. Wo war das denn jetzt nochmal? Natürlich dort, wo ich zuletzt hinklicke. Ah, wunderbar. Die brauchen mehr als nur solch einen Quadrat hier als Baufläche. Das scheinen offenbar nur die Slots zu sein. Und nicht die Baufläche, die benötigt wird. Das hat mich dann doch etwas irritiert. Da fällt mir ein, die Sammler unten, die wir da gebaut haben, die werden wahrscheinlich nichts machen. Seht euch das an. Was brauchen denn die Einheiten? Hauptsächlich Metall. Dann geht ihr hier auf Metall. Und du gehst mal auf Kristall. Ne, du kannst auch auf Metall gehen. Ich sehe schon die Ressourcen, ich erstick da dran. Alter, ich komme gar nicht mit der Produktion nach. Da können wir hier noch einen bauen. Ah nein, da können wir noch zwei solche machen. Gebäude. Was heißt die Gebäude zerstört? Was? Wo denn? Wo ist die Sperre unter Beschuss? Sieh an. Die Einheiten sind da. Das Aufziehen der Fenster ist hier ein bisschen unangenehm. Autospeichern schon wieder. Wir brauchen mehr von den schweren Fabrikmodulen. Schwere Fabrikmodule, wo waren die? Schwereinheitenfabrik. Ja, ich bin dabei. Ich weiß. Wer gibt sich schon mit leichten Einheiten ab? Vor allem wenn... Ey, seht euch das rein, wie schnell die Forschung hier ist. Guckt euch das an. Eine Minute. Das kostet... Das dauert alles nur eine Minute. Wo bin ich hier? Im Discounter oder was? Dann nehmen wir dich hier natürlich auch. Und hier haben wir Gaussstrahler. Alles rein, alles rein. Was war das gerade? Okay, die Einheiten. Die warpen hier offenbar rein. Müssen wir uns natürlich da drüben mal um den Gegner kümmern. Junge, Junge. Du bist hier gegen Land und Luft geeignet. Dann nehmen wir noch ein paar von euch hier.
Man kann natürlich die einzelnen Module hier teilweise kaum noch ausmachen. Oh nein. Oh nein. Oh, bitte nicht. Sehe ich das gerade richtig? Habe ich hier zugebaut? Ihr kommt nicht durch? Ihr kommt da nicht durch. Wir können das hier verkaufen. Vielleicht reicht das ja aus. Also jetzt wissen wir, man kann sich hier auch zubauen. Und die Mauer sollte hier halten. Ah, die ist schon aufgebrochen. Verteidigungsanlagen haben wir aber reichlich. Das ist kein Problem. Wo war das denn jetzt? Da werden wir noch eine weitere bauen. Was machst du hier? Hä? Hast du dich hier reingefahren? Ach ja, genau. Die Sache mit der Munition, stelle ich gerade fest, könnte zum Problem werden. Wir können hier zwischen den einzelnen Fabriken hin und her wechseln. Und werden ein paar von diesen Munitionsdingern hier bauen. Die werden jetzt nämlich langsam nötig. Das ist nicht unser Kraftwerk. Nein. Kommt ihr jetzt da durch? Die Anweisung lautet, da durchzugehen. Das gibt's doch nicht! Es ist nicht genug Platz für Rohstoffe im Depot. Ah ja, guck an. Wir haben hier eine Grenze an Ressourcen, die wir einnehmen können. Nicht nur was die Einheiten angeht. Seid ihr schon produziert? Wo seid ihr dann? Wie heißt ihr? Reloader. Wo seid ihr? Ich sehe euch nämlich nicht. Seid ihr die Reloader? Ihr seid die Reloader, tatsächlich. Ihr liefert die Leute, beliefert die Leute mit Munition, wenn ich das richtig verstanden habe. Die Türme brauchen Munition. Und bitte beide hin. Jetzt gucken wir mal, ob ihr die auch beliefert. Denn du hast... Was ist denn mit dir los? Hast du keine Munition mehr oder warum bist du hier reingegangen? Ja, hier kann ich die natürlich auch umrüsten. Das werden wir auch mal gleich ausprobieren. So. Du hast hier deutlich weniger Munition als zu Beginn. Jetzt gehe ich davon aus, dass du hier welche kriegst. Kümmere dich mal drum. Belieferst du die mit Munition? Oder ist das nicht deine Aufgabe? Naja. Wie dem auch sei, das Let's Play, vielmehr diese Folge, neigt sich ohnehin dem Ende zu. Das heißt, wir werden hier einen Cut setzen und wir sehen uns, oh, das geht echt schnell bei denen hier, sehen uns in der vierten Folge, in der letzten Folge, wenn wir uns die Aliens anschauen. Fazit zu dieser Fraktion, ich bin sehr positiv überrascht. Hat es mir bei der Luna toll gefallen, wie einfach das mit dem Ressourcenhandling ist, aber einen Minenkomplex bauen, hat sich erledigt. Und bei der Eurasischen Dynastie, die Sache mit den Verteidigungsanlagen, die man da beliebig überall platzieren kann, die auch ziemlich effektiv sind, wie wir feststellen konnten, vereinbart diese Fraktion irgendwie beides in einem. Also die ist wirklich mächtig im Vergleich zu den anderen. Wobei wir natürlich auch in Erfahrung bringen konnten, gerade als wir die Eurasische Dynastie gespielt haben, dass die Panzer von denen, die Einheiten von der UCS hier, mal so richtig schnell hinüber machen. Die scheinen da offenbar nicht schnell, nicht sehr stabil zu sein. Hier geht's mehr mit Dumpingpreisen zu, wenn man so will. Na, wie dem auch sei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt doch einen Kommentar, gebt einen Daumen hoch oder hinterlässt ein Abo, wenn euch das hier gefällt. Hoffe, wir sehen uns in der vierten Folge wieder, wenn wir uns, wie gesagt, die Aliens anschauen. Und ihr kommt da immer noch nicht durch.
Doch, ihr kommt durch. Okay, bis dann.